Ich strecke für mich 5, 10 und hoffentlich schaffe. Und Ziel ist, wieder so gut abzuschneiden wie möglich und diesmal wirklich Spaß zu haben. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr cooles Event und ich möchte es wirklich genießen, jetzt so als Saisonabschluss sozusagen. Und ja, aber ansonsten ist es natürlich auch der zweite Höhepunkt der Saison. Also überhaupt nicht. Er ist wirklich ein sehr, sehr fröhlicher Mensch, sehr enthusiastisch und es hat sehr, sehr viel Humor. Also es macht wirklich Spaß, mit ihm täglich zusammen zu sein. Und ja, aber auch alle anderen der Trainingsgruppe sind eigentlich so. Ich glaube, es ist so ein bisschen im Italiener oder in der Italienerin drin, dass man so ein bisschen, weiß ich nicht, mehr aus sich herausgeht oder ein bisschen fröhlicher ist oder so. Aber die sind wirklich alle super, super lieb. Und nach Rio habe ich überlegt, ob ich aufhöre oder was ich jetzt mache. Und dann haben wir uns dazu entschieden, ins Freiwasser zu wechseln. Und ich wusste aber von Anfang an, dass es schwer sein kann im Freiwasser, weil Freiwasser sehr von Erfahrung geprägt ist. Und die hatte ich halt noch überhaupt nicht zu diesem Zeitpunkt. Deswegen waren auch die ersten Rennen schwer. Also ich bin dann auch teilweise mit blutenden Augen rausgekommen und ganz weit hinten und so. Aber ich habe nicht aufgegeben, weil ich dachte, okay, das Rennen hat mir jetzt hab Erfahrung gesammelt und weiter geht's. Der springende Punkt für mich, glaube ich, war, wo ich es so richtig verstanden habe, war, glaube ich, die Olympischen Spiele, das Rennen. Weil das Rennen dort, ich weiß nicht, ich hatte 2 Stunden, ich hatte wirklich richtig viel Spaß bei dem Rennen. Das hört sich vielleicht blöd an, aber ich habe, glaube ich, da so ein bisschen verstanden, wie Freiwasser funktioniert.